Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Heute wieder ein kleines Video mit der Übersicht. Und zwar mit einer Betonage. Nein, es ist kein Aprilscherz, es gibt sie wirklich. Man muss ein bisschen genauer schauen, aber dann fällt sie doch schnell ins Auge. Unten links dieses Oval. Und dabei auch einen schönen Gruß nach Ulm. Daniel, du hattest recht. Das ist gut genug vorbereitet im Monatsbau. Von der Tragfähigkeit, die Pumpe steht im Monatsbau und wird von innen nach außen das hier auffüllen, beziehungsweise ist schon während das Video gemacht wird. Ja, und die Lichtaugen sieht man nicht mehr, die sind zugegossen, von unten sind sie noch vorhanden und wir werden später in der Schalungsfolie noch sehen. Deswegen nehme ich einfach diese Markierungen raus. Danke für den Hinweis per E-Mail neulich. Und ich glaube, es ist am sinnvollsten, wenn man von oben eh nur eine Fläche hat, dass man diese Zwischenmarkierungen dann nicht mehr sieht. Ja, bei R8 geht es fleißig weiter. Und das neueste Highlight mit dem ersten Kranabbau, der durch die Bahnhofsdecke ragte, so wie hier bei D9, haben wir gezeigt, bei D2 und es geht weiter, also 2 von 3 Schalungselementen sind schon drin, da können wir uns freuen auf den Tag der offenen Baustelle oder Tage am Wochenende über Ostern, Samstag bis Montag. Hier hinten ist eine Treppe, die haben wir gesehen bei den Fotos, die ich von hier gemacht habe. Da stand auch jemand von der Bahn mit einer Gimbal-Kamera und einer die DJI-Gimbal-Kamera und die DJI-Fernsteuerung für die Drohne. Die Drohne habe ich zwar selbst nicht gesehen, aber wir werden bald wahrscheinlich die Videos dazu sehen. Na, was wollte ich sagen? Hier ist die Treppe, hier ist eine Treppe und hier. Und bei den Tagen der offenen Baustelle können wir hier rauflaufen und dann direkt mal noch den Rest der Windgasse sehen. Und es ist auch safe, weil ja dann die Schalung drin ist. Ich denke, es kommt trotzdem durch eine Absperrung herum, aber selbst wenn man die durchbricht, fällt man nicht nach unten. Ach. Noch ein bisschen hier reinschauen, da gucken wir gleich noch mit der Webcam, die am Steg befestigt ist, am Weg. Da wird ja der Aushub rausgenommen, beziehungsweise die Verfüllung, die notwendig war, um den Zwischenschritt hier zu realisieren. Na, Autozentrierung ist immer ein bisschen blöd zum Zurückzoomen. Also D2 ist in Arbeit. Und bei K23 wird natürlich auch noch fleißig gearbeitet. Da geht's Stahl um Stahl weiter. Ja, der Blick von der Webcam, alte Bahndirektion Süd. Auch hier können wir ein bisschen reinzoomen und sehen die Betonage von diesem Oval, diesem halben Oval. Und wie neulich schon angesprochen, die beiden sind in Arbeit. Und hier unten, Adlerauge, Frank hat es entdeckt, hier wird noch was gemacht. Es scheint, als wäre der Zulauftunnel hier nicht komplett geschlossen und dass man jetzt hier noch ein bisschen was machen muss. Aber so ganz habe ich es auch nicht geblickt, oder es ist nur eine Stützwand. Na, wo ist der Frosch? Naja, wir werden sehen, wie das da weitergeht. D15 ist
mit den Schleifarbeiten. Oi, was ist denn jetzt los? Das war ein bisschen ungeschickt. Ja, mit den Schleifarbeiten ist man bei D15 beschäftigt. Hier wurde gerade abgedeckt. Und Regenschutz. Und das hier könnten die Baustelle sein mit 12 mm dick mit den Abstandshaltern, die dann als erstes reingelegt werden. Naja, und bei D14, da meinte ich, dass man das hier freilässt für die Pumpe. Könnte natürlich auch sein, dass die hier drüber ragt, über diese Messeinrichtung. Und dass man das auch noch schließt. Aber jetzt nehmen wir mal an, es wird so realisiert. Wir werden es ja auch sehen. K23 nochmal ein Blick. Jetzt habe ich gerade die Vesperpause erwischt. Und wir gehen auf die Schalungsfolie. Also, hier ist die Betonage und ein paar rote Linien sind drin. Ja, ich habe da mal die Wege ein bisschen nachgezeichnet. Hier geht es ja noch weiter zum Tunnel Nordkopf. Aber die hier habe ich mal rein. Also man kann durch den Bonatzbau laufen und hier ist gerade die Betonage mit diesem halben Oval. Und die hier, die müssen einfach nach hinten, quasi von oben gesehen nach unten. Hier hilft alles nichts. Aber so sieht es ja auch gut aus. Wir können sie am Wochenende dann direkt von unten beobachten. Und dann geht es hier nach unten. Man kann einmal unten rumlaufen bis hier runter. Und dann hier oben rüber, wie gerade erwähnt. Das wird natürlich ein sehr schönes Video geben für alle, die nicht die Gelegenheit haben, vorbeizuschauen. In der Tabelle ist es dann ja keine Änderung. Bei D2 habe ich mir überlegt, ob ich das noch markiere, aber es ist ja schon gelb. Und hier gibt es eine Änderung, und zwar dieses Baustellenschild, und dann ist bald BA17 komplett gebaut. Jetzt noch ein Blick vom ITS. Und zwar hier sehen wir R8 und da hinten ist die Betonage gerade noch am Laufen. Und wenn wir das ein bisschen aktualisieren, dann ist alles fertig. Ja, und in den Bonatzbau kann man ja auch blicken, die Webcam Wandelhalle, die zeigt uns die Pumpe. Also, was man durch die Perspektive nicht sehen kann, ist, dazwischen ist noch Luft. Da sind diese Gerüstgitter nicht komplett verlegt. Krass. Ja, und der letzte Blick, die letzte Folie auf den Südeingang. Ich habe mal versucht, das alles zu beschriften. Und in der PDF kann man dann nochmal schön reinzoomen. In der Videobeschreibung ist der Link dazu. Wenn es klappt, unsere Webpage, die hat beim letzten Update irgendwie den Weg ins Nirvana gefunden. Hier der Ansatz für den kleinen Personentunnel Bahnsteig 2. Und hier unten das Dunkle ist ja der Bahnsteig 3 Notausgang, der direkt in den Südeingang geht und wie schon vermutet, ich habe mir die Zeichnung gesehen, da kommt eine dicke Platte drauf.
hydraulisch. Beim Notfall geht die dann hoch. So wie bei den Nordausgängen. Notausgängen Nord, so muss man sagen. Und hier etwa wird es dann den, ach, Schlamberei. So, wenn man hier den Ansatz so sieht. Sobald die Erde weg ist, kann man das ja nochmal korrigieren. Und bis dorthin sage ich danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.